herzlich willkommen bei Nicoles Küchen-TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollte ich mit euch im Thermomix mal einen ganz schnellen Dip machen. Und zwar einen unserer Lieblingsdips, den Datteldip. Ich verlinke euch das Rezept wie immer hier unten in der Infobox. Ich habe ein paar Zutaten abgeändert, die schreibe ich euch natürlich auch rein. Und ich würde sagen, ich lese euch jetzt die Zutaten vor und dann können wir auch direkt loslegen. Es kommen rein 150 Gramm entkernte und getrocknete Datteln, eine Knoblauchzehe, 200 Gramm Schmand, 200 Gramm Frischkäse Natur, einen gestrichenen Teelöffel Harissa-Paste oder ihr könnt auch Chili-Paste nehmen. Ich nehme einen halben bis einen Teelöffel Curry. Ich schmecke das immer ab. Ich fange mit einem halben Teelöffel an und wenn es mir noch nicht currig genug ist, dann gebe ich noch ein bisschen Wasser zu. Und ich gebe auch noch ein Viertel Teelöffel Kumin, also Kreuzkümmel, hinzu. Und ich nehme nicht 150 Gramm entsteinte Datteln, sondern 130 Gramm. Als allererstes geben wir jetzt die Datteln in den Mixtopf und den Knoblauch. Bei mir waren die Knoblauchzehen so klein, deswegen habe ich etwas mehr genommen. Und ich gebe auch noch eine kleine, also so eine halbe Schalotte mit rein. Das mag ich auch oder mögen wir immer ganz gerne. Das Ganze zerkleinern wir jetzt. 5 Sekunden auf Stufe 10. Die 5 Sekunden sind rum. Ja, die Größe gefällt mir auch. Wenn euch das noch nicht klein genug ist, dann gebt ihr einfach noch 2-3 Sekunden drauf und zerkleinert das Ganze nochmal. Jetzt schiebe ich das alles nochmal vom Rand runter, wie immer. Achso, ich nehme immer die Datteln von Seeberger und ja, die Harissa-Paste. Das ist die, die ich nehme. Verlinke ich euch gerne auch in der Infobox. Dann könnt ihr schauen, wenn ihr Interesse habt. Dann geben wir alle anderen Zutaten hinein, also 200 Gramm Schmand, 200 Gramm Frischkäse, den gestrichenen Teelöffel Harissa-Paste. Wenn ihr es nicht so scharf mögt, dann gebt dann lieber ein bisschen weniger rein und würzt lieber noch so ein bisschen mit der Harissa-Paste nach, als wie, wenn euch das hinterher zu scharf ist. Ich glaube, die Harissa-Paste ist auch die Chili-Paste. Ich fange mit einem halben Teelöffel Curry erstmal an. Ich nehme immer ganz gerne das von Ankerkraut. Und ich gebe auch noch ein Viertel Teelöffel Kreuzkümmel hinzu. Ja, das Ganze wird jetzt vermischt. Und zwar 15 Sekunden auf Stufe 5. Und wenn die 15 Sekunden rum sind, ja, dann sehen wir uns wieder. Die 15 Sekunden sind rum und damit ist unser Datteldip auch schon fertig. Ich zeige es euch mal. Sieht so aus. Ich schiebe das Ganze jetzt nochmal runter und ja, fülle das dann um. Gebe das in den Kühlschrank und lasse das jetzt auch so mindestens 3 bis 4 Stunden durchziehen. Und wenn die Zeit rum ist, melde ich mich wieder bei euch. Hier seht ihr jetzt meinen fertig durchgezogenen Datteldip. Er hat ca. 4 Stunden jetzt im Kühlschrank gestanden. Ich finde, das schmeckt ja immer richtig gut. Ihr könnt ihn aber am nächsten Tag noch genauso gut essen. Ich wollte euch mal die Konsistenz zeigen. So ist die Konsistenz. Es ist einer, ja wie gesagt, unserer Lieblingsdips. Kommt immer super an. Ich kann ihn euch wirklich empfehlen. Es lohnt sich. Macht ihn nach, probiert ihn aus. Dabei wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir das doch durch einen Daumen hoch. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.